Hallo zusammen. Mit dem nun folgenden Tutorial werde ich die letzte Fassade vorstellen, die hier auf Platz 10 gerückt ist, vorher die Nummer 3. Der Grund, warum ich dieses Projekt jetzt hier als letztes einsortiert habe, ist einfach die Fragestellung, wie weit der Einsatz von Klonern für die Gesamtkonstruktion der Fassade sinnvoll ist. Dabei müsste man jetzt natürlich Bildmaterial dieser Bauausführung und des Fassadenentwurfes sich genauer anschauen. Das werde ich hier aus Urheberrechtsgründen und Veröffentlichungsrechtsgründen natürlich nicht zeigen. Das recherchieren Sie bitte selbst, aber Sie werden feststellen, dass die Variation in den Achsrastern der Fassadenelemente enorm ist. Es gibt also sehr, sehr viele Elemente und hier stellt sich die Frage, ist es noch sinnvoll, das mit Klonern abzubilden? Und ich habe mich jetzt hier entschieden, nur ein einziges Element nachzubauen. Das ist ungefähr das hier. Und das wird in einem Kloner lediglich nebeneinander und übereinander geklont. Das ist also die Berechtigung, dass ich es hier überhaupt noch einsortiert habe und nicht gesagt habe, es ist eigentlich nicht mehr sinnvoll, das mit Klonern zu machen. Das geht natürlich super. Ein Element nebeneinander, übereinander, das ist fein, aber die Gesamtfassade ist in der detaillierten Analyse dann etwas fraglich vom Aufwand nutzen. Okay, schauen wir uns mal das Ergebnis an. Das ist natürlich erstmal eine sehr interessante und beeindruckende Fassade mit dieser Plastizität, diesen geschwungenen Elementen, die sich mit diesen herausgezogenen Deckenelementen dann noch verschneiden. Man sieht das hier. Es wird natürlich alles vorgeblendet sein, das ist klar. Aber wir sehen bei genauerer Analyse der Projektfotos, kann man erkennen, dass dahinter sich die Zimmer befinden, dieses Wohnheims, und immer drei Einheiten übereinander, also drei Geschosse übereinander durch ein so ein Fassadenelement abgebildet sind. Das hatten wir hier nochmal die Wirkung von innen. Ich habe hier natürlich erstmal wieder einfach die Standardmaterialien und das Standard GI-Setting aus der Render-Vorlagedatei verwendet. Da müsste man einfach in der Visualisierung nochmal prüfen, ob man da nochmal was dran ändert. Ich teste mit dem Einsetzen der Geometrie, der erstellten Geometrie in die Rendervorlage nur, wie schnell kann ich das umtexturieren, wie schnell rendert das, kann man an diesen Rendervorlagen noch was optimieren. Und hier ist zum Beispiel jetzt mit dazugekommen, dass in dem Glas so eine Glasspiegelung der Umgebung berücksichtigt wird. Darauf gehe ich dann am Ende des Tutorials kurz ein. Wir wollen also jetzt als nächstes Step by Step dieses Projekt realisieren, gucken uns davor aber nochmal an, wie die Datei, die ich erstellt habe als Vorbereitung, wie die aufgebaut ist. Und wir sehen, dass es hier ein Fassadenelement gibt. Das ist also ein Modul, das sich wiederholt in der Fassade. Und wenn ich da reinschaue, sehe ich, okay, das besteht aus verschiedenen Bausteinen. Die erläutere ich jetzt mal nicht im Detail, sonst verfransen wir uns da, sondern wir schauen uns einfach mal an, wie die Gesamtstruktur, die Logik der Gesamtstruktur aufgebaut ist.
Und da sehen wir, dann gibt es hier oben die eigentliche Fassade. Da habe ich also diese Elemente zahlreich eingesetzt. Und auch das gucken wir uns mal an, wie das genau aussieht. Also wir haben einen Kloner für die Fassade und einen Kloner für diese speziellen Decken, die hier sich mit der Fassade dann verschneiden. Und in dem Kloner für die Fassade liegt ein Container, ein Nullobjekt, und das enthält vier Elemente. Die aktiviere ich mal jetzt, beziehungsweise mache den Kloner mal aus. So, und da sehen wir, dass diese vier Elemente auch dann zueinander versetzt sind. Ja, wir sehen also hier, einmal ist diese Scheibe links, einmal rechts, und der Schwung dieser Krümmung setzt sich in dem darüberliegenden Element als Figur fort. Wenn ich das dann in einen Kloner stecke, ergibt sich daraus dieses schöne Gesamtbild. Und wie gesagt, hier steckt einfach eine Decke drinne, die einmal erstellte auch für die oberen Geschosse abbildet. Das ist vom eigentlichen Aufbau relativ simpel. Man muss natürlich eine ganze Weile schauen und eine Bildanalyse betreiben, was steckt eigentlich hinter den Fotos, Pläne von dem Projekt. Habe ich jetzt nur Grundrisse etc. gefunden, aber natürlich keine Details dieser Fassade, so dass ich das quasi alles aus den Fotos abgeleitet habe. Okay, dann starten wir mit einem neuen Dokument. Beginnen werde ich mit der Fassade des Zimmers, und die baue ich auf aus einer Ebene. Die Unterteilung werde ich zunächst auf 3 und 2 setzen, wobei ich natürlich erstmal die Achse in die Z-Achse rücke. Jetzt habe ich ein Maßsystem ausgerechnet, das eine Geschosshöhe von 2,80 Meter vorsieht und eine Achsbreite von 3 Metern. Das heißt, wir werden dieses Basiselement auf 1,4 verschieben, so dass es mit der Unterkante auf der Grundebene aufsitzt. Dann werden wir dieses Element, dieses parametrische Objekt zu einem Polygonobjekt machen, indem ich hier oben auf Grundobjekte konvertieren klicke und als nächstes im Kantenmodus die ausgewählten Objektkanten an die richtige Stelle schieben. Und zwar werden wir dieses Element so unterteilen, dass eine Hälfte durch diese plastische Vorsatzschale abgedeckt wird. Das bedeutet, das setzen wir auf 0. Und die zweite Hälfte dieser Fassade, die Glasfassade abbildet, wobei ja die Hälfte nochmal, oder ungefähr die Hälfte, nochmal durch dieses Verschattungselement abgedeckt war. Das heißt, diese Kante, die wir hier auswählen, setzen wir auf 0,7. Das heißt, es bleibt hier 80 cm nochmal für so ein feststehendes Glaselement übrig. Diese Kante setzen wir auf 2,20 Meter, 2,2. Daraus ergibt sich jetzt für das Grundraster
dass diese beiden Elemente werden quasi abgedeckt. Diese beiden Elemente sind die Abdeckung für die dahinterliegende Decke. Das ist Glas und das wird ein Öffnungsflügel. Den möchte ich dadurch realisieren, dass ich hier sage, innen extrudieren. Und jetzt hier einen Versatz von 5 cm realisiere. Ja. Okay. Man kann das auch, ich mache das nochmal rückgängig, man kann das natürlich auch tatsächlich hier eintragen als Wert und drückt dann hier auf Neu transformieren. So, wir werden uns schnell ein Material erzeugen, das wir ein bisschen transparent machen. Und das weisen wir jetzt sowohl. Ja, das war nicht gut. Wir sollten vorher noch mit dem Auswahlwerkzeug und der gedrückten Shift-Taste die zweite Glasfläche auch noch auswählen. Und jetzt ziehe ich dieses Material da drauf und bekomme ein Selektionstag, das sagt, diese beiden Polygone werden belegt mit dem Material, was dann später mal das Glas werden soll. Gut. Jetzt gehen wir mal quasi mal auf die Innenseite, wählen diese Polygone aus und wählen den Befehl mit rechter Maustaste extrudieren. Sagen, Deckfläche soll entstehen, jawohl, und der Abstand der Extrusion soll 15 cm sein. Neu transformieren. Gut, das wird uns also unsere Innenschicht abbilden und der Rest ist dann auch in der Materialität, die wir außen sehen, das war dieses dunkle Blech, abzubilden. Demzufolge erzeugen wir uns noch ein neues Material, das ersetzen wir dann später durch den weißen Verputz und dieses Material ziehe ich auch hier drauf. Und wir sehen, wir kriegen jetzt erneut ein Selektionstag und das zugehörige Material. So. Wenn wir es noch ganz genau machen wollen, dann wählen wir wieder im Polygonmodus noch den Rahmen des Öffnungsflügels aus. Das ist jetzt. Das wird natürlich noch immer noch ein abstrahiertes Fenster. Das wird jetzt kein Fenster, wie Sie das jetzt vielleicht aus Archicad kennen. Das ist eine vereinfachte Systematik, die wir schon jetzt hier sehr weit detaillieren, wenn wir das noch mit einer Materialstärke versehen. Aber ich will es mal machen. Einfach so, dass Sie mal diese Prozesse des Modelings ein bisschen üben können. Ich habe hier wieder gewählt Extrudieren als Befehl mit rechter Maustaste. Ersetze jetzt mal hier den Wert von 15 cm in, sagen wir mal, 6 cm. Jawohl. Bekomme jetzt hier also diese nach innen ausgeführte, ups, wo sind wir jetzt? Nach innen aus, ups, das war verkehrt, sorry. Bekomme jetzt also die nach innen ausgeführte Extrusion und kann sogar noch, was man aber nicht sehen wird, von außen, kann jetzt noch die Glasscheibe, die hier ja noch flächenbündig liegt, die könnte ich noch ablösen. Ablösen bedeutet, das Element bleibt Bestandteil dieses Polygons, ist aber aus dem Polygonverband rausgelöst und kann jetzt hier ein Stückchen nach innen gesetzt werden.
So, das ist eine abstrahierte Fassadendarstellung, die schon eine hinreichende Detaillierung für so eine Visualisierung hat. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man so ein ganzes Gebäude von außen sieht, dann werden meistens mehr Details gar nicht mehr wahrgenommen. Okay, was machen wir mit diesem Element? Wir nennen es erstmal Fassadenelement. So, davon legen wir uns jetzt eine Instanz an. Ich könnte das natürlich auch dreimal übereinander klonen. Das geht auch. Ich möchte aber mal dieses Instanzieren-Thema noch ein bisschen featuren und lege hier von diesem Basiselement eine Instanz an. Die versetze ich jetzt um 2,80 Meter nach oben. Das heißt, wir sagen hier einfach plus 2,8. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir auch im Modellmodus sind und nicht im Polygonbearbeitungsmodus. So, beliebter Fehler, Sie sehen, passiert mir auch. Plus 2,8. Und nochmal so eine Instanz mit gedrückter Control-Taste lege ich mir also noch eine weitere an, aber nicht als Unterobjekt, sondern tatsächlich oben drüber. Und hier sage ich noch plus 2,8. Okay. Jetzt habe ich tatsächlich drei Elemente übereinander stehen. Und kann jetzt mich um diese Vorsatzschale, die so geschwungen ist, kümmern. Hierzu werde ich jetzt in die Ansicht wechseln. Und mir mal das Snapping genauer anschauen. Ich ziehe das hier an dieser Leiste hier oben, ziehe ich das raus, dass das als eigenes Fenster da liegt. Man muss das nicht machen, aber es ist natürlich leichter, wenn ich das hier im Überblick habe und schnell an- und ausschalten kann. Ich stelle also jetzt auf Snapping aktivieren und möchte auf der Arbeitsebene ein Rasterpunkt Snapping haben. Und zwar nur das. Alles andere schalte ich aus. Denn wir haben ja bisher nur mit 10er-Schritten gearbeitet. Das heißt, wenn ich hier einzoome, stimmt die bisherige Geometrie mit diesem 10er-Raster auch überein. Und ich kann jetzt ein Spline anlegen mit dem Spline-Stift. Und diesen Spline werden wir zunächst als linearen Spline erzeugen. Das ist ganz wichtig. Wir zoomen ein, setzen den ersten Spline-Punkt, setzen hier unten den zweiten Spline-Punkt durch Klicken und durch Escape beenden wir den Spline-Zeichen-Modus. Dann aktivieren wir mal beide Punkte des Splines und klicken hier auf das Spline-Objekt, sehen, okay, das ist linear, wir wollen es aber gar nicht linear, wir brauchen es als Bezier. Was ich jetzt dadurch erreicht habe, ist, dass ich erstens ganz präzise Ankerpunkte oder Tangentenpunkte für diesen Spline habe. Ich zeichne also durchaus erstmal die Splines als linearen Spline und wandle sie danach in Bezier-Splines um. Sehr gut. Jetzt können wir uns diesen Spline kopieren und einfügen. Dann schieben wir diesen Spline auf den Nullpunkt. Das Snapping mache ich mal wieder aus.
Und wir müssen diesen Spline hier über die Koordinaten auf 1,5 setzen. Der Nullpunkt für den Spline rutscht damit natürlich 1,50 Meter nach rechts. Ich kann hier durch Aktivieren des Achsenbearbeitungstools sagen, nö, Achse wird 0. Und die Achse von dem hier ist nicht bei 0, sondern bei minus 1,5. Okay. So, jetzt ist das ganz exakt jeweils an der Unterkante des Splines ist auch der Nullpunkt. Jetzt werden wir den, nennen wir Spline links und den Spline rechts. Und für das Loftobjekt, was wir dann als nächstes anlegen wollen, brauchen wir noch ein Spline für die Mitte, ja, der diese, schauen wir es uns nochmal an, der diese Verkrümmung macht. Ja. Also was wir jetzt momentan angelegt haben, ist den Spline für links, den Spline für rechts und den für die Mitte, der diese Kurve hat, der muss noch erzeugt werden. Gut, also nochmal kopieren, Command C, Command V und in die Mitte legen. Jawohl. So, wir wechseln in den Punktmodus und schieben jetzt den oberen Punkt zur Seite. Ja, da sehen Sie schon, was passiert. Dadurch, dass die Tangenten senkrecht stehen, ergibt sich hier diese S-Form innerhalb dieses Splines. Und der Wert, den wir hier eintragen müssen, ist minus 1,275. Okay. Unten bleibt er bei 0. Das heißt, wir haben eine Seite, die Unterseite sitzt wirklich auf 0 und die Oberseite ist ein Stückchen versetzt. Das habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis ich das wirklich verstanden habe in der Fassade, dass das genau so ist, bis man das aus der Menge der Bilder, die ich dazu recherchiert habe, rausgefunden habe. So, diese drei Splines packen wir jetzt in ein Loftobjekt. Die werden dem untergeordnet und das schauen wir uns jetzt mal in der räumlichen Darstellung an. Zunächst mal verbindet das Loft diese drei Splines zu einer Fläche. Ja, wir sehen das mal Material zugewiesen. Das, was wir hier als Unterteilung sehen, passiert exakt noch in der Fläche. Wenn ich die Mitte als Spline-Objekt jetzt 30 cm nach vorne schiebe, Komma 3 in Minusrichtung. So, dann sehen wir, was das Loftobjekt eigentlich macht. Und die Konfiguration, weil so wollen wir es ja nicht haben, die Konfiguration schauen wir jetzt uns mal im Detail an. Da wäre zunächst mal, dass wir eine lineare Interpolation brauchen. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, dass wir jetzt mal uns anschauen, wie das aussieht. Und wir sehen, ja, geht schon in die richtige Richtung, aber was macht diese komische Verrundung da drauf? Und die ist ja nicht durch das Spline
gekommen, sondern die kommt durch dieses Glätten-Tag, das bei einem Loft-Objekt im Standard, wenn ich das Loft-Objekt erzeuge, erstmal nicht aktiv ist. Das heißt, es ist zwar da, aber es hat keine Winkelbeschränkung. Und die Winkelbeschränkung aktiviert bedeutet, dass er jetzt bis zu einem Winkel von 40 Grad die Geometrie versucht rund darzustellen. Das trifft jetzt hier in diesem ganzen Fall zu. Und ab 40 Grad mit scharfen Kanten arbeitet. So, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wird die Unterteilung besser oder wird die Unterteilung schlechter, wenn wir das Mesh reduzieren in seiner Auflösung? Hierzu würde ich zuerst mal die Unterteilung pro Segment ausschalten. Und dann ist die Frage, ob die Mesh-Unterteilung in V-Richtung wirklich relevant ist oder ob die nicht auch den Minimalwert von 2 enthalten kann. Und ich denke, wir sehen hier keinen qualitativen Unterschied. Demzufolge hätten wir jetzt hier schon mal ein ganz brauchbar konfiguriertes Loft-Objekt. Als nächstes wollen wir die Decke dahinter anlegen. Und dazu habe ich erstmal meinen Darstellungsmodus wieder auf Grout Shading plus Linien gestellt. Erzeuge mir jetzt einen Würfel, der die Basis für diese Decke darstellt und ändere bei diesem Würfel die Werte für Z gleich 6 Meter, die Höhe der Decke 3 und die Breite 3 Meter. Daraus ergibt sich, dass ich diese Decke um Z 3 Meter versetzen muss. Das funktioniert aber nur, wenn ich hier im richtigen Modus bin. Das sollte also definitiv der Objektmodus sein. 3 anwenden. Und jetzt betrachten wir mal, was da genau passiert. Wir sehen jetzt, zum einen muss ich natürlich diese Decke noch um 15 cm minus 15 nach unten setzen. Zum anderen haben wir aber gesehen, dass dieses Deckenelement jetzt noch flächengleich ist. Das bedeutet, dass wir es um 1 cm noch in Z-Richtung schieben. Flächengleich, nochmal zur Wiederholung, Sie sehen diese flackernden Darstellungen hier. Hier liegt das Polygon der Glasscheibe und das Polygon der Deckenvorderkante in ein und derselben Fläche und das führt zu Darstellungsfehlern. Das heißt, wir versetzen den Würfel um 1 cm, 0,01 in diese Richtung. Jetzt habe ich mir überlegt, dass wir aus diesem Würfel gleich die Wände in vereinfachter Form darstellen werden. Wir brauchen ja für diese Wand keine Materialstärke. Wir werden also diesen Würfel polygonalisieren, hier oben in Grundobjekt konvertieren. Die beiden Kanten kann man anklicken und mit gedrückter Control-Taste nach oben extrudieren. Ich kann dann hier den Wert 2 Meter und 50 eintragen. Was bedeutet, dass mit der nächsten Decke hier wieder die 2,80 erreicht sind. Dieses Modul, was ich jetzt nenne Decke plus Wand, werde ich jetzt zum Unterobjekt des Fassadenelementes machen.
Und da die anderen beiden Fassadenelemente ja instanziert wurden von diesem Basis, von diesem Master-Element, das kann ich auch Master nennen, dadurch aktualisieren die sich natürlich gleich. Jetzt sind wir eigentlich mit unserem Basisaufbau dieses Basiselementes, damit sind wir jetzt eigentlich fertig. Und das nächste, was ist, dass wir dieses Element als Ganzes noch in eine Gruppe einsortieren. Ich lege mir also hier ein Nullobjekt an und packe mir den ganzen Kram da rein. Und hier sage ich, das ist das Fassadenmodul. So. Jetzt sollten wir uns nochmal die Fassade anschauen im Vorschau-Modus. So, was sehen wir? In der Darstellung sieht man es am besten. Die Elemente, die noch um dieses Verschattungselement zu ergänzen sind, sehe ich gerade, diese Elemente müssen wie folgt verbaut werden. Wir spiegeln für die nächste Einheit das Element, damit der Punkt dieser Krümmung in den Krümmungspunkt im nächsten Geschoss überläuft. Dadurch, dass wir einmal einen Punkt dieses Lofts auf 0 gelassen haben und einen versetzt haben, entsteht hier so ein leichter Versatz in der Fassade. Ja, diese Zentimeter hier gibt es tatsächlich diesen Versatz. Das sind so Feinheiten des Entwurfs, die dann, denke ich, eine besondere Wirkung dieser Fassade ausmachen. Man begreift es nicht sofort, was da ist, aber es gibt so eine gewisse Variation darin, die das Ganze nochmal komplexer und interessant macht. Jetzt gehe ich zurück ins Cinema und werde als erstes das fehlende Verschattungselement erzeugen. Das kann ich mir wieder aus einer Ebene anlegen, die ich in Z-Richtung organisiere. Die Unterteilung soll sein 1 und 1. Und die Breite soll sein 70 cm. Das heißt, wir haben hier einen Z-Wert, einen Versatz in x um 0,35. Und für die Höhe machen wir das jetzt so, dass wir, hier kann ich die 2 eintragen. Okay, und das sitzt jetzt mal ein kleines Stück vor der Fassade. Ich nehme hier mal 5 cm. So, jetzt mache ich Folgendes. Dieses Objekt wandle ich wieder in ein Grundobjekt um. In Grundobjekt konvertieren. Dann wähle ich Punkte oder Kanten hier oben aus und ziehe die manuell nach oben. Der Hintergrund ist der, dass in dem oberen Bereich die schräge Decke hier sich noch anschließen wird und ich demzufolge die Geometrie an der Stelle schon beenden muss. Auf dieses Verschattungselement werden wir dann die richtige Textur
draufladen, wenn wir das in unser Master für die Visualisierung reingeladen haben. Gut, ich nenne das mal Verschattung, ganz ordentlich, und packe das ebenfalls noch mit in das Master-Modul. Jetzt erzeuge ich mir davon eine Instanz. Warum? Weil wir ja zunächst diese vier Elemente übereinander jeweils gespiegelt anlegen wollen. Das können wir nicht klonen, das ist nicht sinnvoll, das mit Klonern aufzubauen. Ich werde mir also zunächst dieses Fassadenmodul über Instanzen nach oben spiegeln. Das eigentliche Fassadenmodul lasse ich am besten hier auf 0 liegen und diese Instanz lege ich jetzt mal um 10 Meter nach oben versetzt an. Wir haben hier unser altes bekanntes Problem. Immer gucken, ist der Modellmodus aktiv? Erst dann kann ich tatsächlich Objekte versetzen. So, die Instanz nochmal kopieren, einfügen und um die Systemhöhe der drei Geschosse, das sind 8,40 Meter, versetzen. Also ich sage hier plus 8,4 und spiegeln in der X-Achse. So, dann versetzen wir, ich kann das hier mal grob machen, vielleicht erschließt sich dann schon, welches Maß wir hier eintragen müssen. Und wir sehen, das sind wieder diese 1,27,5 Meter. Jetzt in Minusrichtung 27,5, Enter, damit der Punkt von der einen Krümmung nahtlos in die andere übergeht. Dann werden wir zunächst das untere Modul nochmal kopieren, wieder einfügen und um 16,8 nach oben versetzen. Also müssen wir hier 16,8. Das ist also das Doppelte von 8,4, dem Maß für drei solche Einheiten, und das mache ich mit dem genauso. Command C, Command V plus 16,8 ausführen. So, jetzt tritt hier ein Phänomen auf, das mich etwas stutzig macht. Hier wird das gespiegelte Objekt bei einem Versatz, wenn ich hier also einen Wert eintrage, wird seltsamerweise bei, wenn ich hier auf Anwenden drücke, immer noch nach unten gedreht. Ich versuche mal etwas, um gegenzusteuern. Ich könnte jetzt hier also das wieder zurückdrehen. Das wäre manuell eine Korrektur. Warum das genau auftritt, kann ich nicht sagen. Man kriegt es darüber repariert. Ja, Sie wissen ja, immer gedrückte Shift-Taste beim Drehen, dann rastet das in den Zehnerwinkeln ein. Alternativ könnte man sicherlich Folgendes probieren. Ich mache das nochmal weg. Kopieren, einfügen. Und man probiert mal anstatt dem Koordinatenmanager hier die Koordinaten des Objektes, also plus 16,8. Da tritt es komischerweise nicht auf. Also es wird quasi diese minus 180 dann nochmal drauf addiert, wenn ich auf Anwenden gehe. Es ist ein bisschen unverständlich. Okay, also wir haben zwei Möglichkeiten zur Lösung dieses auftretenden seltsamen Phänomens gesehen.
Warum haben wir jetzt grundsätzlich die Elemente darüber kopiert? Der Hintergrund ist der, wenn ich diese Elemente jetzt in eine Gruppe wieder einsortiere, das will ich jetzt tun, Nullobjekt, alle da rein und das in einen Container, in ein Klonobjekt stecke. Achtung, nicht einfach die Elemente mit Alt-G zu einer Gruppe machen, weil das sieht genauso aus. Ich habe ein wirkliches Nullobjekt erzeugt, damit der Nullpunkt auch im Dokument Nullpunkt liegt. Ja, damit ich, wenn ich jetzt einen Kloner erzeuge, auch tatsächlich dieses Nullobjekt da reinstecken kann und die Werte 0 als Höhenversatz, dafür aber 3 Meter in X-Richtung hier eintragen kann. Und damit kommt tatsächlich doch noch ein Kloner zum Einsatz, zu guter Letzt. Und wir sehen jetzt hier diesen Fassadenaufbau. Was jetzt der Sinn dieser Konfiguration Fassade liegt hier oben, Modul liegt hier in der Stelle, wo es erzeugt wurde, ist der Hintergrund, dass wenn wir noch was ergänzen müssen, wir nicht extra den Kloner ausschalten müssen oder irgendwie uns das alles unsichtbar machen müssen, weil das irgendwie da drin verwurstet ist, sondern das Basismodul liegt hier in dem Fall unten drunter und ich kann jetzt zum Beispiel die Decke hier noch ergänzen, die hier oder dieses Element, was in Verlängerung der Decke in den Außenraum hier noch diesen oberen Abschluss darstellt. Ich zeige es nochmal in der Visualisierung. So, hier das. Ich hatte das in meiner Version, wie ich eingangs erläutert habe, als eigenes Element angelegt. Das können wir nochmal optimieren. Dafür brauchen wir keinen eigenen Kloner. Wir können also hier es so machen, dass wir aus dem uns aus dem Element der Decke, wo haben wir sie einsortiert? Hier. Aus dem Element der Decke extrudieren wir uns hier die etwas heraus, beziehungsweise langsam, wir trennen uns dieses aktivierte Polygon ab. Ich sage hier abtrennen, erhalte damit tatsächlich, ich blende das Original mal aus, das Original liegt immer oben drüber und das neue Element, das abgetrennte, wird unten drunter angelegt. Ja, das bedeutet, wenn ich das ausschalte, das nochmal anmacht, das Originalpolygon ist noch vorhanden und es kommt ein neues dazu. Das ist die Funktion abtrennen. Und dieses werden wir jetzt um den einen Zentimeter wieder versetzen, den wir vorher die Decke nach hinten geschoben haben. Also machen wir hier 0 und extrudieren jetzt 30 Zentimeter nach vorne. Das mache ich am besten mit der Extrudieren, mit dem Extrudieren-Befehl. Hier sage ich also minus Komma 3. Deckfläche können wir machen, brauchen wir aber eigentlich nicht. Falsche Achse, ich mache es rückgängig. Die Minus weg. So. Was ist als letztes zu tun? Wir haben hier, wenn ich in den Punktemodus gehe, die Möglichkeit, die beiden Punkte zu aktivieren und gedrückte rechte Maustaste den Befehl zu wählen, verschmelzen. Dann
bekomme ich hier einen Punkt in der Mitte angeboten, den ich aber durch Verschieben meines Mauszeigers noch auf andere aktive Punkte versetzen kann. Und erst dann, wenn ich mich mit der Maus hier rüber bewegt habe, drücke ich OK. Also ich habe jetzt geklickt und damit die beiden Punkte verschmolzen. Ich mache es nochmal. Punkte auswählen. Letztes Werkzeug wieder aufrufen. Nicht klicken, sondern erstmal mit der Maus sich an den Punkt bewegen, wo die anderen Punkte hineingeschmolzen werden sollen. Und jetzt klicken. Und wir sehen, dass sich das in dem Gesamtmodul jetzt wiederholt. Das ist noch nicht richtig. Ja, wir haben das ja nur einmal. Das heißt, wir müssen dieses Element da noch rausholen. Mal gucken, ob ich da einen Denkfehler habe. Nein. Also in dem Moment, wo wir, ich wiederhole es nochmal, in dem Moment, wo wir aus dem hier drin schon zweimal instanzierten Objekt dieses noch ergänzte Objekt herausziehen. Ich lege das jetzt mal ganz oben hin. Decke, ich nenne das jetzt mal nur Decke Plus. Und ich weise da auch mal das weiße Material zu. So. In dem Moment ist es also Bestandteil des Gesamtmoduls, wird also hier in der Gesamtkonstruktion ergänzt. Jetzt sind wir mit dem reinen Modeling durch. Das war's. Wir haben es also nochmal im Vergleich zu dem eingangs gezeigten, vorbereiteten Dokument nochmal ein ganzes Stück effizienter und logischer gemacht. Ja, Sie merken also, je mehr man an solchen Strukturen arbeitet, umso effektiver und effizienter wird das Ganze. Gut. Kopieren wir uns die beiden Elemente in unsere Rendervorlage. Ich kopiere sie mir hier. Wechsel in die geöffnete Datei Außensetting Demo und füge die kopierten Elemente hier ein. Sie sehen, dass man dieses Klon-Raum-Modul, das ist so ein Basisobjekt, an dem ich Tests gemacht habe und von dem dessen Oberfläche man sich das eine oder andere Material-Tag gleich auf die entsprechenden neuen Objekte ziehen kann. Das machen wir aus, schmeißen es erstmal nicht weg und öffnen hier unser Fassadenmodul, um bestimmte Materialien auszutauschen. Da haben wir zunächst mal im Fassaden-Master-Element das Glas. Ich fasse dieses Glas an, ziehe es direkt auf dieses Material-Tag. Damit wird das ersetzt. Ja. Wir haben ja hier Selektionen zugewiesen. Und wenn ich ein Material da direkt drauf ziehe, wird es ersetzt. Das war das Material für innen. Das wird hier der Verputz. Also auch hier wieder drauf, direkt mit dem Cursor und ersetzen. Jetzt braucht dieses Fassadenmodul natürlich noch eine Textur an den Stellen, wo nicht die Selektion für innen und die Selektion für Glas wirkt. Das soll mal dieses Metall hier werden und das lege ich darauf ab. Sie sehen, was jetzt passiert. Immer das zu hinterst liegende Material wird allen Elementen zugewiesen. Das würde jetzt auch die Selektionen zudecken, wenn ich dieses Material da liegen lasse. Ich muss also dieses Material ganz nach vorne schieben. Es muss also das erste Element in dem System sein.
Jetzt probiere ich mal die Verschattung auszumachen. Hier wundert mich etwas die Darstellung von dem Glas. Gut. Ich lasse mich erstmal nicht irre machen. Schau mal, wie das dann gerendert aussieht. Die Decke machen wir erstmal auch mit dem Verputz weiß. Und die eine Oberfläche, sprich diese hier, belegen wir mit dem Parkett. Wobei wir, wenn wir uns das genauer anschauen, das Parkett umstellen von UVW-Mapping auf Quadermapping. Dann sieht es schon wesentlich passender von den Proportionen aus. Wir könnten das im Quadermapping dann auch noch weiter sinnvoll konfigurieren. Das lasse ich jetzt aber mal. So. Im Prinzip ist die Umtexturierung jetzt schon erfolgt und wir können mal ein Testrendering machen. Ein Element fehlt noch, sehe ich gerade. Das ist hier dieses zweite Deckenelement, dieses hier. Und die Verschattung. Also, das ist eigentlich schon richtig zugewiesen. Okay, daran müssen wir eigentlich gar nichts machen an diesem Deckenelement. Das sieht jetzt hier nur erstmal komisch aus. Das prüfen wir dann gleich nochmal beim Testrendering. Aber was definitiv noch fehlt, war das hier ausgeblendete Verschattungselement. Und auf das werden wir jetzt die Textur mit dem Lochraster ziehen. So, dann werden wir dieser insgesamt darauf gebügelten Textur jetzt hier den Kachelungswert 3 geben. Und im Prinzip sind wir damit dann fertig. Ja, also es wird dreimal übereinander gelegt. Wir könnten jetzt natürlich noch mit der Kachelung in U-Richtung spielen, ob das vielleicht weniger Elemente sind und damit der Kreis wieder mehr zu einem runden Kreis wird. Das ist jetzt aber alles Feuilleton, also Feinjustiererei. Das überlasse ich dann Ihrem persönlichen Geschmack. Gut, machen wir mal ein Testrendering in diesem Außenraumsetting mit physikalischem Himmel. Ein Fehler sehe ich gerade noch. Jawohl. Und zwar hier, das ist nicht richtig so. Ja, also diese Deckenplatte ist also 60 hoch und nicht 40. Das müssen wir noch ändern. Wir gehen also nochmal hier runter und sagen aus der 30er Höhe, die es hatte, wird eine 60er Höhe. Okay, demzufolge muss ich es hier um minus 30 versetzen. So, in Minusrichtung. Also die Werte, die geändert wurden, sind hier
y-30 als neuer Koordinatenwert und die Höhe 60 anstatt 30. Enter drücken, nicht vergessen. Okay. Jetzt schaut das auch richtig aus in der Fassade. Gut, dann können wir hier mal ein Testrendering starten. Ich gucke nochmal, welches Render-Setting hier voreingestellt ist. Es ist das GI-Final. Das ändere ich ab in ein GI-Preview-Setting. Das spart nochmal eine Minute. Und wir sehen, dass hier das Renderergebnis ultraschnell angezeigt wird. Auch hier nochmal der Hinweis, die vorkonfigurierten Kameras sind physikalische Kameras, das heißt, die arbeiten mit ISO-Werten. Bedeutet hier, der Kamera sind ISO-Werte zugewiesen, die im Inneren auf die dunklere Raumsituation optimiert sind. Das heißt, Sie sehen, wie bei einer richtigen Kamera fotografieren wir im Außenraum mit Blende 8. Hier habe ich aber einen ISO-Wert von 200 eingegeben und im Innenraum einen ISO-Wert von 400 mit reduzierter Blende. Diese physikalischen Werte der Kameras stehen im Zusammenhang mit diesen Settings, die ja auch physikalisch berechnet werden. Und damit können wir also sowohl ein gut ausgeleuchtetes Innen, ich zeige es nochmal, ein gut ausgeleuchtetes Innen und ein gut ausgeleuchtetes Außen mit ein und demselben, also ohne dass wir am Licht was ändern, nur durch Modifikation der Kamera hinbekommen. Ja, wenn man das mit der Außenkamera, die Außenkamera einfach nach innen schiebt, wird die Innendarstellung zu dunkel werden. Aktivieren Sie also die Innenkamera, wechseln in den Blick für die Innenkamera. Sie ist ja hier unsichtbar geschaltet, kann das zur besseren Darstellung auch mal wieder anschalten. Gehen in den Innenraum. Momentan sind wir hier noch unten drunter. So. Die Achse auch mal ein Stückchen hochziehen. Okay, jetzt sind wir in einem Innenraum. Ich schalte mal das erweiterte OpenGL wieder aus und sage hier Constant Shading Linien. Wir sind also hier in einem Innenraum gelandet. Ich entferne die stürzenden Linien. So. Das sieht gut aus. Und wir rendern diese Innenraumkamera mal an. So 40 Sekunden hat das jetzt gedauert in diesem extrem optimierten Preview-Setting. Sie sehen, dass die Matteffekte in den Materialien ausgeschaltet werden und die GI-Einstellungen also extrem reduziert sind, sodass wir hier so ein, man spricht da so von grainy Pictures, also so sehr grisseligen Darstellungen oder diese Grissel erstmal drin haben, aber das ist nur Vorschau, es geht hier um die Bewertung der grundsätzlichen Materialisierung und des Lichts und das Finalsetting erzeugt also die von mir eingangs aufgezeigte Bildqualität. Jetzt möchte ich als letztes noch auf ein Setting hinweisen, das ich noch ergänzt habe, und zwar das HDRI-Setting. In dem finden Sie einen Himmel, auf dem ein Bild liegt, das ein 360 Grad
Vollpanorama ist. Das heißt, wenn wir dieses Bild uns mal anschauen, dann sehen wir, dass dieses Bild auch nach unten fotografiert ist und nach oben. Das sind derartige Bilder, die sich auf eine Kugel mappen lassen und damit eine Gesamtumgebung für eine Szene ermöglichen. Und dieses Bild habe ich als Freeware aus dem Internet geladen, dass die Quellenangabe ist also im Kommentar des Films gemacht. Da findet man das auch als Link, wenn man da noch anderes Material suchen möchte. Das liegt ja hier im Texturordner schon drinnen. Und dieses Bild ist quasi auf einen Standardhimmel gelegt als Textur, als Kugel, umschließt jetzt also dieser Himmel diese Szene. Und wenn ich jetzt meine Szene berechne, da kommt also auch noch das Licht von der anderen Seite, dann haben wir hier folgendes Phänomen. Wir bekommen also einen von allen Kameras stimmigen oder von allen Kameras sichtbaren Hintergrund, der natürlich auch sich in der Spiegelung entsprechend darstellen wird. Das macht einfach die Wirkung der Bilder, gerade wenn es um solche Spiegelungen geht, macht einfach die Wirkung der Bilder nochmal ein ganzes Stück realistischer. Damit möchte ich schließen. Wir haben also knapp eine Stunde gebraucht. Das ist wahnsinnig wenig Zeit für eine solch komplexe Geometrie. Und mit dem jetzt noch hier noch zurechtgeschobenen Eindruck der Frontfassade und noch einem Preview-Rendering, um hier auch nochmal zu zeigen, wie sich dieser HDRI-Hintergrund in der Spiegelung der Fassade niederschlägt, möchte ich dann das Tutorial beenden. Das Finalisieren sollte jetzt also nicht mehr das Problem sein, die entsprechenden Rendereinstellungen wählen und vielleicht an der Materialität nochmal das eine oder andere drehen, wenn Sie wollen. Okay, in diesem Sinne, wir sind durch. Schöne Spiegelung in der Fassade. Macht einfach Glas wirklich dann nochmal zu Glas, wenn da sich auch was drin spiegelt und nicht nur ein weißer Hintergrund zu sehen ist. Gerade bei solchen Ausschnitten von solchen Fassaden eignet sich das sehr gut. Ich würde das jetzt nicht zwingend für alle Darstellungen verlangen wollen oder auch empfehlen. Das muss man wirklich von Fall zu Fall sehen. Okay, Ende.